Hi, ich begrüße dich zurück auf meinem Kanal und ja, die Umgebung kommt dir vielleicht schon ein bisschen bekannt vor, wenn du mir schon länger folgst. Ich bin heute wieder im Fischkeller und ja, ich freue mich, dass du wieder da bist, weil heute soll es um das lang angekündigte Video gehen zum Orinoco-Biotop und zwar zur Technik und zu den Pflanzen. Und ja, ich glaube, das wird eine recht umfangreiche Geschichte werden. Ein paar interessante Aspekte vielleicht. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und fangen mal an mit den Abmessungen des Beckens. So, ich habe mal eben die Umgebungsbeleuchtung reduziert, damit man das Becken schön sehen kann. Und ich musste ganz schön weit zurückgehen hier, um das vollständig drauf zu kriegen. Also das Hauptbecken ist 1,80 Meter lang und 70 cm hoch und 60 cm tief. Und die Höhe ist so gewählt aufgrund der Altumskalare, weil ja klar war, dass Altums hier einziehen sollen. Und um dem gerecht zu werden, eine Höhe von 70 cm. Ja, das macht ein Gesamtbruttovolumen von 756 Litern. Und jetzt habe ich immer von 900 Liter Aquarium gesprochen. Das hat zu tun mit dem Filtersystem, was noch dazu kommt. Und das gucken wir uns jetzt gleich im Detail an. Jedenfalls hat das Hauptfilterbecken 144 Liter und die Nachfüllanlage hat, wenn ich es richtig im Sinn habe, 48 Liter, sodass man auf über 900, auf knapp 950 Liter kommt und deswegen, da ich das zum System dazu rechne, habe ich dann gesagt 900 Liter. Ich denke, dass das so auch legitim ist. Das wird auch in der Meerwasseraquaristik so gehandhabt, dass man sagt, okay, die Filterbecken, die gehören ja zum Wasserkreislauf, zum Gesamtsystem und das ist ja hier überhaupt nicht anders. Okay, also, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das Filterbecken an. Und zwar nehme ich dafür erstmal die Türen weg. Die sind mit einem Magneten am Stahlrahmen befestigt. Und das ganze Aquarium übrigens ist eine Anfertigung von Friedeberg, inklusive auch des Filterbeckens und des Nachfüllbeckens. Okay, wir haben hier, also wie gesagt, das Filterbecken. Und hier das Nachfüllbecken. Das Filterbecken ist 90 cm lang, 40 cm tief und 40 cm hoch und hat somit ein Volumen von 144 Litern. Und das Nachfüllbecken daneben, da muss ich mal eben auf meinen Schmierzettel gucken. Ich habe mir extra hier noch Notizen gemacht und zwar ist das 30 x 40 x 40 cm und hat 48 Liter Volumen. Daneben siehst du noch die Düngeranlage, auf die gehe ich dann auch gleich nochmal gesondert drauf ein. Ich glaube, man sieht mich gar nicht, aber es ist ja auch wichtiger, jetzt die Anlage zu sehen. Okay, also um dir die jetzt nochmal genauer zu zeigen, gehe ich nochmal ein bisschen näher ran mit der Kamera. So, zwischendurch mal auf meinen Spickzettel gucken. Also die Verrohrung ist im Grunde genommen wie bei anderen Aquarien mit Filtersumpf auch. Also es gibt auf der einen Seite den Filterzulauf, dann den Notablauf, den Rückförderanschluss und dann noch einen Anschluss für den Wasserwechsel. Und zwar erkläre ich das vielleicht mal zuallererst. Das läuft so ab, dass hier dieser Anschluss, wenn der geöffnet wird, ist hier im Becken außerhalb der Filterkammer noch ein Anschluss verbaut, den ich jetzt leider nicht filmen kann, weil der sich hinter diesen Wurzeln befindet. Und zwar kann man damit theoretisch das Becken leer laufen lassen, bis auf einen Restwasserstand von ungefähr 25 cm.
Und das ist dafür gedacht, um, wenn man hier aufmacht, Wasser abzulassen für einen Wasserwechsel. Das geht nämlich dann hier rüber, das Wasser. Und zwar zu diesem Waschbecken. Und hier ist eine Hebeanlage verbaut. Da läuft das Wasser durch, wird dann quasi hier an der Seite durch die Hebeanlage nach oben gedrückt und diesem Rohr folgend aus dem Raum raus geführt, und zwar bis zum Abwasseranschluss des Hauses, so dass man, wenn man hier einen Wasserwechsel macht, keine Eimer schleppen muss oder auch keine Schläuche irgendwo langlegen muss, denn das geht automatisch in das hausinterne Entwässerungssystem. Natürlich ist es so, dass man das dann nicht einfach leer laufen lässt, sondern die Nachförderpumpe dann entsprechend einstellt, dass das Wasser, was rausgeht, auch wieder mit Frischwasser neu versorgt wird. Das wird dann hier über diesen Anschluss geregelt. Und der Wasserwechsel an und für sich läuft so ab, dass hier mit Leitungswasser der normale Wasserwechsel gemacht wird, alle 14 Tage 50%. Und das Wasser, was in den 14 Tagen verdunstet, wird über diese Mischbettharzanlage nachgefüllt. Und zwar läuft die mit dem weißen Schlauch hier unten auch entlang. Moment. Hier hinten lang, und der führt dann hier zum Nachfüllbecken, und in dem Nachfüllbecken ist reines VE-Wasser. Und das ist auch das, was nachgefüllt wird. Also es wird nicht mit Leitungswasser nachgefüllt, sondern nur mit VE-Wasser. Also das Osmosewasser oder eben auch voll entsalztes, dafür steht das VE. Wir können hier mit Leitungswasser den Hauptwasserwechsel machen, weil wir das Glück haben, dass das Wasser hier in der Region relativ weich ist. Also wir haben eine Gesamthärte von 6, die aus der Leitung kommt, und eine Carbonathärte von 5. Und die Werte des Beckens sind hier GH5 und KH4, also noch etwas niedriger. Und ein pH-Wert von um die 6,7 mit 400 Mikrosiemens Leitwert. Und ja, wo ich gerade von pH-Wert rede, ist hier die CO2-Anlage. Und hier siehst du auch gerade 6,67, also um die 6,7, wie gesagt. Das ist eine ganz handelsübliche, ganz normale handelsübliche CO2-Anlage, also eine 2-Kilo-Flasche mit Druckminderer. Die reicht in etwa 4 Wochen für dieses Becken. Die geht dann auch hier hoch. Also wird natürlich über eine pH-Sonde gesteuert, und hier an der Seite ist der Reaktor, der CO2-Reaktor, der auch nochmal eine extra Pumpe hat mit außen, mit Vorfilter. Und wenn die pH-Sonde halt misst, dass wieder CO2 zugeführt werden muss, dann läuft das hier durch den Reaktor durch. Moment, da ist mein Finger. Also hier durch den Reaktor geht das dann durch und wird dann hier unten verteilt. Man kann, glaube ich, auch ein bisschen erkennen, dass da Strömung ist. Also diese Pumpe, die läuft da ständig mit, und zwischendurch wird dann mal CO2 dazu gegeben. Ja, so viel zum CO2. Dann haben wir hier noch die Düngung, die Pflanzendüngung. Und das läuft hier über ein Aquamedic-System. Und ein Reef-Doser Evo 4, der ja auch in der Meerwasser-Aquaristik wohl bekannt ist. Und hier ist im Moment angeschlossen Huminstoffe. Dahinter ist ein Kanister mit Mikronährstoffen. Dann wird NPK zugegeben und nochmal extra Eisen. Und jetzt fällt dir vielleicht auf, dass NPK bloß eine kleine Flasche ist für ein großes Becken. Das liegt daran, dass hier momentan wenig NPK reingegeben wird in das Becken, weil wir ein Problem mit zu viel Phosphat hatten und deswegen momentan eine geringe Dosierung. Ich hatte mir die auch aufgeschrieben, 5 Milliliter momentan pro Tag NPK,
und 12 Milliliter Huminstoffe, Mikronährstoffe 10 Milliliter und nochmal extra Eisen 4 Milliliter pro Tag werden momentan hier zudosiert. Okay, nun mal eben hier wieder zumachen. Jetzt ist vielleicht noch interessant, ich weiß nicht, ob man das gerade hört, im Zuge des Aquariums ist hier auch eine Lüftung eingebaut worden. Das ist eine Kernbohrung, die hier durch die Wand nach draußen geht. Auch mit Fühler, mit Messfühler. Und wenn hier eine bestimmte Luftfeuchte erreicht ist, dann springt die an. Zur Überwachung haben wir hier noch ein ganz normales Hygrometer. Also im Moment haben wir hier 60% bei 19 Grad. Raumtemperatur eher 19,9, 20 Grad und jetzt ist die gerade angesprungen, also bei 60% geht die Lüftung dann an. Was jetzt vielleicht hier noch interessant ist und nicht so wie unbedingt bei jedem anderen System, ist die Heizung. Und zwar ist hier zum einen in der Heizungsfilterkammer ein Titanheizer reingelegt, der ist jetzt da unten zu sehen, noch so eben unter der Filterwatte. Der hat 600 Watt Leistung, aber im Hintergrund kannst du erkennen eine Heizspirale und diese Heizspirale, die ist angeschlossen ans interne Heizungssystem des Hauses, so dass hier nicht der Heizstab alleine dafür verantwortlich ist, die ungefähr fast 1000 Liter Wasser aufzuheizen, sondern das wird eben auch durch diese Heizspirale erledigt. Und das funktioniert so, dass hier von einem Heizungsbauer ein Anschluss gemacht worden ist, und zwar von der Heizungsanlage drüben im Zimmer, das zeige ich dir gleich auch noch. Das kommt hier durch die Wand an, geht dann hier zu diesem Ventil und da hinten entlang. Hier entlang, hier entlang. Und dann kommt man hier zu diesem Ventil. Und da kannst du auch schon sehen, dass das nicht wie bei einer normalen Heizung ist, sondern dass wir hier 20, 25, 30 Grad einstellen können. Und es ist jetzt so vorgeregelt schon mal. Und geht dann eben hier unten runter, bis es dann da hinten bei der Heizspirale ankommt und eben dem Heizstab einfach Arbeit abnimmt. Das Ganze ist natürlich auch temperaturgesteuert mit einem Fühler. Da hinten kannst du in der Mitte jetzt die Temperaturanzeige sehen, die gerade allerdings etwas dunkel ist. Ich kann 28,3 Grad erkennen, also das ist auch die Temperatur, die hier angestrebt ist, immer um die 28 Grad, und ja, das wird jetzt eben dadurch erreicht, dass auch durch die Heizung dann noch Wärme dazukommt. Wir gehen mal eben rüber, würde ich sagen, in den Heizungskeller, da kann ich dir das nochmal direkt zeigen. So, da sind wir. Also, hier kann man die Heizungsanlage sehen. Und hier geht es einmal ab für das Aquarium, die Leitung. Die geht dann hier hinter dem Heizkessel lang. Und dann haben wir hier nämlich zwei Anschlüsse. Und zwar, es ist recht dunkel hier, aber ich versuche es dir trotzdem mal zu zeigen. Also hier geht einmal Wasser auf die andere Seite rüber. Und zum Waschbecken, damit man da heiß und auch Kaltwasser hat. Und hier unten ist dann der Anschluss für die Heizung, die du auch dann auf der anderen Seite sehen konntest. Das geht hier durch die Wand durch und dann kommt es da auf der anderen Seite raus. Und das Ventil habe ich dir ja gerade gezeigt. So wird dann quasi dem Heizstab ein großer Teil der Arbeit abgenommen. Okay, soweit erstmal. So, einmal kurz verschnaufen. Ich glaube, das war jetzt schon in total kurzer Zeit total viel Information, aber ich will einfach mal versuchen, das nicht allzu mega lang werden zu lassen, das Video. Und was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Beleuchtung. Und es ist jetzt so, dass wir hier
im E-Mersen-Bereich ganz einfache, günstige Pflanzen-LEDs verbaut haben. Da kann ich dir jetzt auch gar nicht genau sagen, wie die Lichtleistung ist. Das ist mehr oder weniger erstmal so experimentell, dass man da irgendwas Günstiges genommen hat aus dem Internet, um das einfach mal auszuprobieren, wie das hier funktioniert. Teilweise funktioniert es ganz gut, teilweise nicht so gut. Also das soll heißen, dass es hier durchaus Pflanzen gibt, die E-Mers gut wachsen mit dieser Beleuchtung, und andere, ja, bei denen hat es nicht so gut funktioniert. Ob das jetzt daran liegt, dass das Licht nicht ausreicht, oder ob möglicherweise das daran liegt, dass die Töpfe vielleicht, in denen die stehen, zu klein sind, kann man jetzt an dem Punkt noch nicht sagen. Es ist überhaupt was ich noch gar nicht erwähnt habe. Das Aquarium läuft jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr. Also es sind jetzt gut 5 Monate, und dafür steht es schon ziemlich gut da, wie ich finde. Das kann man auch gleich dann nochmal im Detail sehen an den Pflanzen. Nichtsdestotrotz, also hier im oberen Bereich sind Bromelien, Spatifyllum verteilt. So ein bisschen was in dieser Richtung. Im Detail weiß ich jetzt auch gar nicht ganz genau, welche Pflanzen das sind. Einfach tropische Pflanzen, die du aus dem Baumarkt kennst, die einfach, ja, hübsch aussehen und zum Scape passen, sind da ausgewählt worden, und das ist so ein bisschen jetzt ein Testballon, inwieweit das funktioniert. Jetzt aber erstmal zu der Lampe selber, und zwar ist es eine Daytime Matrix, und die Lampe hat 10 Module, a 10 Watt, also insgesamt sind hier 100 Watt über dem Becken verteilt, und insgesamt sind das in etwa 15.000 Lumen. Wenn man jetzt hingeht und die Lumen durch die Literzahl rechnet, dann kommt man ungefähr so auf einen Wert zwischen 20 und 24 Lumen, würde ich sagen, je nachdem, wie man rechnet. Denn man kann ja jetzt nicht die 948 Liter rechnen, sondern man muss ja dann schon das Becken an sich nehmen, das Hauptbecken, und auch hier dann den Bodengrund abziehen und mit einkalkulieren, dass ja nicht komplett 756 Liter Wasser im Hauptbecken drin sind. Also sind es in etwa um die 20, 22, 23 Lumen pro Liter, und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass das für mittelanspruchsvolle bis wenig anspruchsvolle Pflanzen ausreicht, was ja auch im Grunde genommen das ist, was wir hier haben, jedenfalls in großen Teilen. Und da gehe ich jetzt nochmal detailliert drauf ein und zeige dir mal die Pflanzen aus der Nähe. So, damit nicht stört, habe ich nochmal die Umgebungsbeleuchtung ausgemacht. Ich möchte gerne mal hier anfangen in der Mitte. Und zwar ist hier eine Echinodorus argentinensis. Das ist dieselbe Art wie die, die auch bei mir im Rio 350 steht. Und auch diese, oder was heißt auch diese, bei mir ist das noch nicht der Fall. Aber diese Pflanze kriegt jetzt gerade hier einen Blütenstängel, der hier aus dem Wasser kommt. Ja, ich glaube schon, dass man ihn erkennen kann. Aber blühen tut noch nichts. Nichtsdestotrotz, die Pflanze ist jetzt schon recht hoch geworden. Also ich würde mal 80 cm schätzen, hat die bestimmt. Weil wir haben ja eine Beckenhöhe von 70. Und die ragt durchaus auch schon einige Zentimeter aus dem Wasser raus. Und wächst hier wirklich richtig schön. Das ist so die Solitärpflanze, die hier relativ im Vordergrund sogar steht, im Mittelgrund, Vordergrund. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Echinodorus bleheri, beziehungsweise zwei, die ein bisschen so auseinandergezupft wurden, damit die ein bisschen breiter auseinander wächst. Und auch die hat mittlerweile schon richtig schön Blütenstängel bekommen. Ich versuche die mal hier reinzukriegen. Ja, es ist natürlich nicht so einfach, aber ich glaube, hier vorne kann man schemenhaft einen erkennen. Im Hintergrund siehst du einen Blütenstängel. Und dann gibt es noch einen ganz langen, der hier nach oben raus wächst schon. Also der ist schon bald an der Decke angekommen, so wie ich das sehe. Und auch hier unter Wasser kann man sehen, dass da mittlerweile auch Ableger dran wachsen. An dem Blütenstängel.
Also insgesamt eine schon echt groß gewordene Pflanze mittlerweile. Da stehen auch unheimlich gerne die Fische drin. Alle möglichen verschiedenen, auch die Orthocynclus, die sitzen da gerne mal auf den Blättern und knabbern die Blätter ab. Du kannst auch erkennen, dass hier noch ordentlich Pinselalgen auf den Blättern dran sind. Auf den Blättern dran. Also sie sitzen auf den Blatträndern hier, die Pinselalgen. Und das liegt daran, dass wir hier leider einen recht hohen Silikatwert haben. Also mit Pinselalgen haben wir hier immer zu kämpfen, aufgrund des hohen Silikatwertes. Da müsste man dann, um das zu vermeiden, wirklich komplett auf VE-Wasser gehen. Und das ist dann schon eine sehr aufwendige und kostspielige Angelegenheit bei dem Beckenvolumen. Dann gehe ich mal hier rüber auf die linke Seite. Und zwar ist hier eine Vallisneria tiger, die hier wächst. Und ich will nochmal gucken, hier von der Seite kann ich das nochmal besser zeigen. Und die ist auch schon stellenweise sehr lang. Ich will mal schauen, ob ich das hier oben eingefangen kriege. Da kann man vielleicht erkennen, dass die schon wirklich sehr weit darüber strömt, also richtig flutend schon wächst. Ich würde mal sagen, ja, bis über die Hälfte des Beckens hat die schon eingenommen mit ihrem Blattwerk, zumindest teilweise. Und über der Vallisneria ist Froschbess eingesetzt. Der ganz normale südamerikanische Froschbess, der hier auch ziemlich gut und ziemlich üppig wächst. Und natürlich sehr viel abschattet, was die Vallisneria angeht. Allerdings wächst sie immer noch ganz gut. Und was ich echt toll finde, ist, wie sich hier die feinfiedrigen Wurzeln vom Froschbiss entwickelt haben. Und das ist ja auch was so Salmler unheimlich gerne mögen. Hier vorne sehe ich gerade jetzt, weil ich ihn jetzt sehe und man sieht ihn selten, einer der L-Wälse, die hier jetzt mittlerweile eingezogen sind. Ich möchte jetzt in diesem Video gar nicht weiter auf Tiere eingehen, außer auf die L-Wälse. Die hatte ich mir tatsächlich vorgenommen, weil die hier eingezogen sind neuerdings. Und glücklicherweise kann man gerade einen sehen. Und zu den Maronis wollte ich noch kurz was sagen, weil die hier auch vor kurzem eingezogen sind. Und die haben sich spitzenmäßig eingelebt. Also im Moment sind sie meistens als Vierertrupp unterwegs. Hier sind gerade zwei. Und die fühlen sich super wohl. Also die sind sowas von entspannt und es ist herrlich, denen zuzusehen. Das hat hervorragend geklappt. Hier vorne kommen gerade die anderen beiden. Also wirklich spitzenmäßig. Ja, wie schön, dass die sich gerade so gut präsentieren. Auch mit den Altums, das klappt klasse. Also das jedenfalls, was ich so bisher gesehen habe. Ich finde, dass die sich hier richtig toll machen. Aber gut, das soll es für heute erstmal gewesen sein, denn wir haben hier noch einige Pflanzen, die ich gerne zeigen wollte. Und zwar ist auch hier Egeria densa drin, die Wasserpest, die ich auch bei mir zu Hause im Becken habe. Einfach weil die zum Biotop passt und hier auch eine Menge Nährstoffe rauszieht. Die ist dann hier auch damals reingekommen, als die Algenphase war und die hat da sehr gut helfen können, die Algenphase zu besiegen durch das schnelle Wachstum. Im Hintergrund kann man noch Kabamba Rot erkennen. Das ist auch so eine Pflanze, wo wir gesagt haben, das probieren wir mal aus, weil die braucht zum einen eine gute Düngeversorgung, die sie hier wohl hat. Aber zum anderen ist das eine Pflanze, die, wenn sie richtig üppig und flutend wachsen soll, eigentlich viel Licht benötigt. Und das ist hier so ein bisschen natürlich das Problem. Da habe ich sie jetzt. Also die wächst, sie kümmert nicht, aber sie wächst auch nicht besonders üppig zurzeit. Und ich führe das darauf zurück, dass hier eben einfach nicht wahnsinnig viel Licht ist. Allerdings, ja, sie wächst bisher und wir schauen mal, was daraus wird. Hier im Mittelgrund ist dann noch das Papageienblatt, Alternatera reinecki.
Und zwar ist das die ganz normale Variante. Es gibt da ja mittlerweile auch Zuchtformen. Jetzt stehen hier richtig schön die Altumsgalare davor. So, jetzt kann man sie, glaube ich, gut erkennen. Die ist auch schon mal kräftig zurückgeschnitten worden und wächst hier schon ganz gut, finde ich. Natürlich muss man das alles immer berücksichtigen im Zusammenhang mit dem Licht. Die Pflanzen wachsen, sie kümmern nicht, aber es ist nicht so ein üppiges Pflanzenwachstum, wie du das vielleicht in einem Aquascape hättest, weil einfach die Beleuchtung dafür viel zu gering ist. Das ist einfach ein Kompromiss, den man zugunsten der Altums getroffen hat, weil die einfach es nicht gerne mögen, wenn das allzu hell ist im Aquarium. Die mögen es einfach lieber dunkler. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und die Totale zeige, also das Becken im Ganzen, dann kannst du ja auch sehen, das ist insgesamt echt dunkel. Ich habe ja extra auch das Licht ausgemacht jetzt, das Umgebungslicht, damit du einen authentischen Eindruck davon kriegst, wie das Biotop normalerweise aussieht, wie ich das sehe, wenn ich hier sitze. Und das ist insgesamt schon dunkel. Es ist ein Schwarzwasserbiotop, ohne dass es jetzt richtig heftig Schwarzwasser ist, weil dann wären natürlich keine Pflanzen drin oder viel weniger. Und die würden noch schlechter wachsen. Aber es ist ein Biotopbecken und deswegen die geringe Beleuchtung. Okay, dann haben wir hier an der Seite noch eine Wallisneria nana. Die ist jetzt auch, glaube ich, nicht so super zu erkennen. Es ist tatsächlich sogar noch ein bisschen dunkler hier an der Ecke, als ich das jetzt sehe auf dem Film. Aber ich finde die echt sehr schön. Ich gucke mal eben, ob ich die besser ins Bild kriege, wenn ich ein bisschen mehr Licht mache. Aber ich befürchte fast hier an der Ecke. Ja, vielleicht kann man sie jetzt etwas besser erkennen. Ich finde das eine sehr schöne grasartige Pflanze, die Wallisneria nana, und könnte mir die tatsächlich auch gut nochmal bei mir vorstellen. Ich bin da ja auch noch so ein bisschen auf der Suche für das Rio 350, weil ich da pflanzenmäßig noch einiges verändern möchte. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre was, was bei mir auch gut passt. Aber jetzt mache ich das Licht wieder aus, weil ich möchte jetzt hier gerne nochmal die Nymphaea lotus zeigen. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil da aktuell gerade eine schöne Blüte in der Mitte rauskommt. Ich will mal gucken, ob man die überhaupt erkennen kann. Ja, es ist schon echt dunkel, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du sie sehen in der Mitte. Der spitze Kegel. Aber ja, mal gucken. Also sie ist noch nicht oben angekommen, die Blüte. Das wird noch einige Zeit dauern. Ich bin da echt gespannt drauf. Aber was oben angekommen ist, sind sämtliche Schwimmblätter. Und die sind auch schon richtig schön groß geworden. Grün mit roten Sprenkeln. Und ich muss dazu sagen, bei mir sehen die tatsächlich noch etwas röter aus, die Blätter, als das hier der Fall ist. Also hier sind sie tatsächlich nur gesprenkelt momentan. Also es ist immer wieder beeindruckend, wie unterschiedlich die Nymphaea-Pflanzen wachsen und wie unterschiedlich die gefärbt sind in den Aquarien. Ich finde das faszinierend. Jedenfalls ist das eine Pflanze, die natürlich nicht fehlen sollte hier im Biotop-Aquarium, und zwar aus diesem Grund. Das ist natürlich auch etwas, was für die Altums gemacht ist, damit die da drunter stehen können, was die auch unheimlich gerne tun. Und sogar nicht nur die Altums, sondern im Grunde genommen auch die Maronis stehen da gerne mal drunter. Die Apistogramma, die hier drin sind, stehen da gerne mal drunter und die nesteln dann da so drin rum, auf der Suche nach Kleinsttieren oder Futterresten, und fühlen sich da einfach wohl drin. Ja, zu guter Letzt ist hier noch etwas Helantium tenellum im Vordergrund eingepflanzt, und das ist eine Pflanze, die tatsächlich nicht besonders gut geht. Ich vermute, dass auch hier, obwohl die eigentlich ja recht anspruchslos sein soll,
einfach zu wenig Licht für die Pflanze da ist. Denn es ist so, dass die zwar, wie gesagt, relativ anspruchslos ist, aber die sitzt hier auf 70 cm Tiefe. Und ich denke, dass das Licht einfach nicht ausreicht, damit die üppig und gut wachsen kann. Ein Stückchen dahinter ist noch eine weitere Echinodorus, die habe ich ganz vergessen. Und zwar ist das, ich glaube, dass das kleiner Bär ist. Ich bin mir nicht sicher. Es ist eine klein bleibende Echinodorus, die jetzt hier hingewandert ist und auch momentan, ja, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, wie die funktioniert, ob die hier gut tut oder nicht, weil auch die könnte mit Sicherheit etwas mehr Licht ganz gut vertragen. Aber im Moment funktioniert sie noch. So, das Einzige, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist das Monte Carlo, das von mir aus dem Aquarium kommt, das hier jetzt ein bisschen verteilt worden ist, links und rechts und auch hier oben. Das ist auch eingebracht worden, einfach um es mal zu probieren, um mal zu gucken, ob das funktioniert hier und wie das so ankommt und ob das vielleicht was machen kann gegen auch die, um da noch mehr Nährstoffe oder so rauszuziehen. Hier kannst du noch einen ganz kleinen Rest Blaualgen sehen, Cyanobakterien, die sich auch nur hier oben an dieser Wurzel befinden und sonst nirgendwo. Also das ist immer von Anfang an nur dieser kleine Bereich gewesen. Und ja, ist handelbar jedenfalls, dieser Bereich. So, ich glaube, ja, wir sind am Ende angekommen von meinem heutigen Video und ich hoffe, dass es für dich informativ war und dass du alles so gekriegt hast an Informationen, die du haben wolltest zu dem Becken. Falls nicht, schreib mir die gerne bitte unten in die Kommentare rein, die Fragen, wenn du welche hast. Ich beantworte dir die dann gerne. Ich werde dir auch nochmal sämtliche Informationen verlinken unten. Und zu der Technik, was das jetzt im Detail ist und die Pflanzenliste werde ich dir auch noch mit reinschreiben. Und dann, ja, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest und über meine zukünftigen Projekte, würde ich mich total freuen, wenn du ein Abo da lässt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!